Ihr wisst, dass ein Let's Play unter einem verdammt guten Stern stehen muss, wenn ihr kurz vorher ein Glas zerdeppert. Das ist mir nämlich gerade passiert. Und herzlich willkommen damit zu Guild Wars 2, einem kleinen Let's Play von mir. Was habe ich hier vor? Ich war so ein bisschen in einem Zwiespalt. Ich habe mir nämlich gedacht, du würdest gerne sehr viel mehr zu Guild Wars machen, weil das einfach das Spiel ist, das mich gerade am meisten interessiert. Ich möchte aber nicht unbedingt mich zu sehr festlegen. Ich möchte nicht nur Tutorials machen, ich möchte aber auch nicht, weil ich kenne mich mit dem Spiel, um ehrlich zu sein, auch einfach noch nicht gut genug aus, um da jetzt irgendwie Tutorials zuzumachen. Das traue ich mir noch nicht so wirklich zu. Ich spiele es ja erst seit anderthalb Monaten. Du möchtest aber auch nicht nur einen Charakter anfangen von Level 1. Da möchte ich mich einfach nicht drauf festlegen, dachte ich mir. Ich will frei sein können in diesem Projekt. Ich möchte gerne alles machen können, worauf ich gerade Lust habe. So spielen, wie ich auch so spielen würde, wenn ihr nicht zuschaut. Und insofern habe ich mich entschieden, ein Let's Play zu machen, durchnummeriert, einfach erstmal für euch, damit ihr halt nicht so lange Videos habt, weil die letzten beiden waren ja nun beide über eine Stunde lang und das ist mir irgendwie, ja, es sind nicht gerade leicht verdauliche Häppchen, sagen wir es mal so. Und ein Let's Play mit, sagen wir mal so 20, 25 Minuten Folgen ist da ein bisschen überschaubarer, wenn man dann so, ne, immer so kleine Häppchen bekommt. Und ich werde dann einfach erstmal spielen, was ich mir gerade so überlegt habe, worauf ich gerade Lust habe. 80er-Content mit meinen Level 80er-Charakteren, wie hier zum Beispiel der guten Reinholde Messmer hier. Und aber auch gerne mal einen Level 1-Charakter anfangen und euch da mal was zeigen, die Personal Story zeigen, überhaupt die Living World zeigen, was auch immer. Je nachdem, wie ich da gerade Lust zu habe. Und dann steigen wir halt in die Themen alle so ein bisschen mit ein und habe ich dann die Gelegenheit, euch das Spiel ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise einfach drüber zu sprechen, wie ich das spiele. Und ja, das ist so mein Plan mit diesem Let's Play hier. Ihr seht ja, dass wir gerade in Löwenstein stehen. Ich habe nämlich gestern angefangen, mein erstes Legendary tatsächlich zu craften. Ich habe gestern meine gesamten 120 Gold ausgegeben, um meinen Beruf hochzukriegen, nämlich den Weaponsmith. Und habe dann angefangen, meinen ersten Precursor zu bauen. Ne, das ist Armor Smithing. Das kann man nicht. Meinen ersten Precursor zu bauen. Wo ist er denn? So. Ich habe nämlich. Moment. Zeige ich euch. Genau. Trust gebaut. Das ist ein Precursor. Der sieht, naja, nicht besonders hübsch aus. Es ist ein leeres Aquarium in Schildform. Und später wird daraus Shushadu ein, meiner Meinung nach, da scheiden sich die Geister so ein bisschen, meiner Meinung nach extrem süßes und cooles Legendary, wo dann so ein kleiner Quaggan in so einem Aquarium schwimmt und ich finde das total süß und deswegen möchte ich mir das gerne bauen. Schön ist dabei, dass man halt immer so Stages hat. Man fängt halt an mit dem leeren Aquarium. Später hat man dann hier so ein kleines Ei im Wasser liegen. Und ja, das ist halt im Prinzip, sind das die Ausbaustufen, wenn man so will. Und man baut sich dann so nach und nach langsam sein Legendary zusammen. Ich kann euch auch gleich sehr gerne mal zeigen, wie so ein Legendary-Bauplan in Anführungszeichen aussieht. Man würde dann nämlich das Wiki zu Rate ziehen. Aber das dann später, ihr hattet ja mal, irgendwie hatte mal gefragt, ob ich nicht mal was zum Crafting machen kann. Und dann kann ich euch durchaus mal zeigen, wie das so läuft. Ja, nochmal kurz für alle, die jetzt hier erst einsteigen. Vielleicht sollte ich nicht so einen ganz extremen Kaltstart machen, sondern vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz erzählen, wie ich eigentlich, also kurz, weil wir hatten ja schon ein Video dazu, wie ich eigentlich wieder zu Guild Wars gekommen bin. Also, Guild Wars 2 war für mich eigentlich immer so die Hauptalternative zu WoW. Ich habe WoW ja sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich gespielt. Immer mal wieder auch mit Abständen und Pausen, großen dazwischen natürlich. Ich habe das nie durchgehend gespielt. Dafür habe ich einfach zu viel Bock auf Abwechslung.
Aber Guild Wars 2, als das 2012 rauskam, im September, glaube ich, war das, da dachte ich mir, Mensch, irgendwie ist das cool. Also ein ziemlich cooles, interessantes Spiel. Und ich probiere das jetzt mal. Und dann habe ich das halt eine Weile gespielt, aber halt nicht so lange und ausführlich, wie ich das gerne gehabt hätte. Später habe ich dann nochmal angefangen bei Lighty in der Gilde. Und ja, bin jetzt halt wieder dazu gekommen, es wirklich ausführlich zu spielen, weil wir jetzt auch Path of Fire haben mit den coolen Mounts. Die Mounts, die sind so cool. Die Mounts haben mich letzten Endes dazu gebracht, dieses Spiel wieder zu spielen. Also, dass ich halt wirklich wieder richtig Bock hatte drauf, weil für mich haben Mounts in diesem Spiel einfach gefehlt. Die Karten sind teilweise doch ziemlich weitläufig und groß und die Kartenerkundung macht jetzt einfach so viel mehr Spaß, jetzt wo ich den Greif habe. Ja, ich klicke, um meine Mounts auszuwählen, weil ich bisher zu faul war, mir Tasten zurechtzulegen. Könnt mich gerne steinigen, deswegen ist mir relativ egal. Und ja, gerade der Greif bringt hier auch nochmal richtig viel neue Möglichkeiten rein, die Karte zu erkunden, über Karten zu fliegen und so weiter, könnt ihr euch ja vorstellen. Und das ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Spiel geworden für mich. Und ja, was soll ich sagen, ich bin hängen geblieben. Hab jetzt auch schon, wenn wir mal in die Charakterwahl gehen, seht ihr, ich habe jetzt schon 480er. Das hier ist mein Ele, den habe ich damals angefangen. 2014 muss das gewesen sein, habe ich den, das war mein erster Charakter, den ich auf Level 80 hochgespielt habe. Und das war, ja, eine schöne Reise, aber danach bin ich irgendwie wieder so ein bisschen hängen geblieben. Da war gerade Living World Season 1 aktiv, da war gerade die Zerstörung von Löwenstein. Und ich habe aber irgendwie gar nicht so richtig den Anschluss bekommen. Also ich habe dann auf Level 80 gespielt und hatte dann diesen Klingenrücken angefangen. Ich kann euch den ja mal kurz zeigen. Habe ich den überhaupt noch an? Eigentlich müsste man den doch... Ach nee, ich glaube, die Rückenteile sieht man nicht in der Charakterauswahl. Hab dann diesen Klingenrücken hier angefangen, habe den auf Stufe 3 ausgebaut, war dann total stolz darauf. Und dann habe ich das Ganze aber auch schon wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Wo wir hier übrigens gerade sind, das ist Luftschiff. Das ist, ich habe da so einen goldenen Pass für mir damals gekauft. Das war übrigens das erste Item, was ich mir im Store gekauft habe. Für Gems, für Geld. Da kann man sich nämlich hier auf dieses Luftschiff teleportieren und hat dann alles, was man braucht. Alles. Hier sind die Crafting-Stationen. Hier oben sind die Bank und ein Löwen Blackline Trader, dann war hier die mystische Schmiede in kleiner Form und unten haben wir dann auch noch Verkäufer und wir haben hier die Möglichkeit, uns in alle Hauptstädte kostenlos zu teleportieren, was ja sonst Gold kostet, ne? Wenn wir uns jetzt von hier irgendwo hinporten, kostet das immer einen kleinen Betrag Silber, was durchaus nicht unbedingt ein kleiner Betrag ist. Ich bin nämlich gerade auch ziemlich pleite, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich mein Gold für den Precursor ausgegeben habe. Was haben wir hier eigentlich noch? Ganz viele Quackerantränke und so. Ja, Elonian Recurve Skin. Whatsoever. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ach, guck mal, mir fehlen hier nur noch zwei. Runestone und Smasher. Nicht schlecht. Ich kann euch übrigens auch sehr gerne mal die Textsprache auf Deutsch stellen. Ich habe das immer unterschiedlich. Manchmal habe ich das auf Deutsch, manchmal habe ich das auf Englisch, je nachdem, wo mir nach gerade ist. Wenn man doch dann viel Story gerade macht und liest und so, da ist Deutsch immer ein bisschen angenehmer. Aber sonst habe ich das dann auf Englisch. Genau, die Skills, die ich hier unten drin habe, ich habe diesen Charakter ewig nicht gespielt. Ich wüsste gar nicht mehr, wie man den wirklich spielt, muss ich zugeben. Geburtstagsblaster, yay. Oh Mann. Ascalon-Krieger verwandeln, na gut. Wir haben hier diese Quackantränke noch. Ich glaube, ich hatte die irgendwann mal versucht, im Auktionshaus zu verkaufen, aber das ist dann wohl ich weiß nicht, warum hat er mir hier einen Skin draus gemacht? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Das ist auch schön, dass man hier immer
einen ganzen Namen eintippen muss, wenn man das löschen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hätte wiederverwerten können. Naja, jedenfalls, das war mein Ele, das war mein allererster Charakter. Dann habe ich ein bisschen gesündigt, denn ich habe mir ja beide Add-ons gekauft. Ich habe mir POF und HOT, also Path of Fire, das was jetzt im Anfang September rauskam. Anfang September oder Ende? Ja doch, Anfang September müsste das gewesen sein. Oder Ende September? Oh Gott, ich habe mein Zeitgefühl verloren. Auf jeden Fall habe ich mir das gekauft und Heart of Thorns, damit ich halt beide Add-ons habe, damit ich den Content des Spiels komplett erleben kann, weil ich mir vor allen Dingen erstmal die Story komplett anschauen wollte. Und da hat man nämlich zu Beginn direkt zwei Charakteraufwertungen. Also für jedes Add-on bekommt man eine. Und ich habe dann erstmal den Dieb hier aufgewertet. Cayenne Darkmoon. Cayenne wegen diesem fand ich ganz süß, weil ich halt diese roten Haare habe und es gibt ja diesen roten Cayenne-Pfeffer und ich fand das eigentlich ganz schön, sie so zu nennen. Leider habe ich sie noch nicht wirklich gespielt. Wir haben nämlich dann noch einen Charakter, also Marco spielt ja mit mir zusammen, falls das jemand nicht weiß. Und wir haben dann beide einen Charakter auf Level 80 aufgewertet. Ich glaube, er hatte einen Inji und ich halt den Dieb und wir waren so ein bisschen überfordert, was wir jetzt machen sollten, weil wir ja die Charaktere gar nicht spielen konnten und haben uns dann entschieden, nochmal einen neuen anzufangen und den dann erstmal hochzuleveln. Da fiel dann meine Wahl auf einen Waldläufer und das ist die Sira Ascheherz hier. Die habe ich dann bis Stufe 40 ungefähr gelevelt und dann wollten wir aber gerne wieder Endcontent spielen und haben die dann auf Level, also ich habe den dann auf Level 80 geboostet und Marco hat sich dann den Wächter auf Level 80 geboostet. Und so ist das dann entstanden, dass ich jetzt diese 480er habe. Den hier habe ich dann anschließend nochmal komplett gelevelt mit ziemlich vielen Tomes of Knowledge, die ich hatte. Irgendwie, also Folianten des Wissens, 20 Stück glaube ich, hatte ich. Und wir haben halt einfach zwei Tage lang das Labyrinth des verrückten Königs durchgesuchtet. Wobei, das waren das 2 Tage? Ich glaube, das war nur ein Tag. Und ich glaube, wir haben auch das nur 4 oder 5 Stunden durchgezogen, hatten halt einen XP-Booster drin und haben dann diesen Charakter an einem Tag auf Level 80 gezogen. Weil Marco wollte halt gerne einen Elementarmagier spielen. Und ich den Mesmer. Und dann haben wir das auf Level 80 gezogen. Und den spiele ich jetzt im Moment ziemlich ausführlich. Weil Mesmer ist eine sehr komplexe Klasse. Man hat lange zu tun, die Klasse wirklich zu lernen und zu verstehen, was man da eigentlich machen muss. Vor allen Dingen auch, um ein bisschen Schaden zu machen. Das ist nämlich so ein bisschen so die Schwäche des Mesmer. Der macht schon Schaden, aber man muss schon ein bisschen wissen, was man da tut. Und deswegen, bin ich da jetzt im Moment so dran. Wie gesagt, habe meinen Beruf auf Max-Level gezogen, damit ich an dem Legendary craften kann. Und jetzt bin ich gerade dabei, wieder ein bisschen Gold zu farmen. Oder sollte ich eigentlich ein bisschen Gold farmen? Ich habe nämlich gerade nur 89 Silber auf dem gesamten Account. Das ist verdammt wenig. Und ich habe mir vorgenommen, man kann ja, wenn man hier in die Schwarzlöwenhandelsgesellschaft reingeht, man kann ja Gems in Gold umwandeln. Ich könnte jetzt hingehen und meine 1400 Gems, die ich hier habe, in da hat das, in 280 Gold umwandeln. Dann hätte ich wieder, wäre ich wieder flüssig, könnte weiterbauen, könnte mir wahrscheinlich schon die nächste Stufe von meinem Legendary bauen. Aber das möchte ich gar nicht, denn ich habe mir nämlich fest vorgenommen, kein Geld in Gold umzuwandeln. Mir alles Gold, was ich im Spiel bekomme, also dabei zu bleiben, mich darauf zu beschränken. Weil wenn man erstmal anfängt, Geld in Gold umzuwandeln oder Gems in Gold umzuwandeln, dann weiß man immer gar nicht mehr, wann mache ich das jetzt und wann mache ich das nicht. Wie viel habe ich schon umgewandelt und deswegen lasse ich das lieber bleiben und kaufe mir halt für Gems wirklich nur Sachen, die ja, die halt rein kosmetisch sind, die mich jetzt im Spiel nicht wirklich weiterbringen. Ist auch übrigens eine ziemlich interessante Diskussion, wie kann ein Spiel, wo man Geld in Gold umwandeln kann,
also in die Ingame-Währung, nicht Pay-to-Win sein. Und das ist halt eigentlich bei Guild Wars ganz einfach. Du bist kaum abhängig vom Gear. Du hast halt, wenn du exotische Ausrüstung hast, an die man ziemlich leicht drankommt, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut ausgerüstet und brauchst dir, also ich habe jetzt hier Full Exo, ich habe, na gut, bis auf den Anhänger, ich glaube, der war nicht Exo. Huch, was ist los? Wieso kann ich das nicht? Okay, keine Ahnung, warum nicht? Ach, Garderobe. Ja gut, ich sollte in die Ausrüstung gehen, dann kann man das besser sehen. Bis auf den einen Anhänger hier habe ich halt alles, fast alles auf exotisch. So sähe ich übrigens aus, wenn ich mein Kashmir-Kostüm nicht anhätte. Jedenfalls, ist das halt eben deswegen der Fall, dass es nicht Pay-to-Win ist, weil man sich eigentlich für Gold im Spiel eher so Luxussachen kaufen kann und coole Skins. Wie zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz, worauf ich halt sehr gerne sparen würde, wenn ich denn nicht gerade mein Legendary craften würde, wäre zum Beispiel ein sehr, sehr schöner, passender Skin für meinen Mesmer. Moment. Zeitmesmer. Das finde ich super klasse, das Schwert. Das ist das Zeitmesser-Großschwert, das ist ein Skin, also auch nur ein Skin, den man eben auf Waffen drauf machen kann, dass die dann so aussehen. Den hätte ich gerne, weil der passt einfach perfekt zu meinem Outfit und auch zu meinem Chronomancer, weil ich ja, der Chronomancer, der kann ja seine Abklingzeiten verringern und der hat dann hier so Effekte auf dem Boden, die aussehen wie eine Uhr. So genau habe ich mir das noch nie angeguckt. Und das ist dann schon, keine Ahnung, das passt einfach. Oh Gott, ich glaube, ich muss die Effekte ein bisschen leiser machen. Jedenfalls, ja, das sind dann so die Dinge, wofür man Gold ausgibt. Man kann natürlich auch hier irgendwelche anderen Luxusgüter sich noch kaufen. Man kann sich Gliderskins kaufen, man kann sich XP-Boosts kaufen, aber alles das bringt einen jetzt im Spiel an sich nicht wirklich weiter. Also klar, man kann sich jetzt natürlich Gold kaufen und sich dafür dann aufgestiegene Ausrüstung herstellen, aber vieles, und das ist halt auch interessant, vieles, was man sich herstellen kann, ist verbunden mit accountgebundenen Materialien. Ich werde jetzt hier mal in das Materialienlager reingehen, das ist übrigens auch eine schöne Sache. Hier wird alles gelagert, was man so an Handwerksmaterialien sammelt. Und hier haben wir einmal aufgestiegene Materialien. Von denen braucht man immer welche, wenn man aufgestiegenes Gear machen möchte. Die sind alle accountgebunden. Das heißt, man kann die nicht für Gold kaufen oder im Auktionshaus kaufen. Und deswegen ist man immer so ein bisschen auch auf sich alleine gestellt und kann eben nicht für Gold einfach direkt alles kaufen. Gut, man kann Legendaries für Gold kaufen, das ist so. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Fände es besser, wenn das nicht ginge. Dann wären Legendaries noch was Besondereres. Aber ich glaube, dass das ArenaNet das halt so entschieden haben. Warte mal, wir gucken mal bei Waffen. Und dann gehen wir mal auf die Seltenheitsstufe Legendär. Und dann könnt ihr euch das mal... Und dann könnt ihr euch mal klar darüber werden, was man sich hier Schönes kaufen kann. Also wir haben halt... hier diverse Legendaries, die man sich dann kaufen kann, wie dieses Schwert, das jetzt durch meine Rüstung durchglitscht, leider. Die dann aber auch eine ganze Stange Geld kosten, weil es nun mal wahnsinnig aufwendig und teuer ist, die herzustellen. Und kann man machen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe aber auch kein Gold, keine Zeit, um Gold zu farmen, dann kann man halt Geld in die Hand nehmen. Und für, keine Ahnung, ich kann ja mal gucken, wie viel das umgerechnet ist. So 3000 Gold, wenn ich jetzt 3000 Gold haben wollen würde. Ach, man kann nur 999 erhalten. Das wären dann schon 5000 Gems, was 50 Euro entspricht ungefähr. Wenn das dann mal 3, dann habt ihr ungefähr einen Anhaltspunkt, wie viel Legendaries im Spiel umgerechnet in Geld wert sind, nämlich ungefähr 150 bis 200 Euro. Also sagen wir 100 bis 200 Euro. Und ja, wer das möchte, der kann das machen. Ich persönlich bin dann irgendwie nicht so der Typ, der
da Bock drauf hat. Übrigens fällt mir gerade auf, ich sollte vielleicht den Chat verdecken, ne? Das macht man in diesem Spiel, habe ich gesehen. Dass man da so fair ist und den Leuten ihre Privatsphäre lässt. Weil ich gerade sehe, dass jemand in meiner Gilde geschrieben hat. Moment. Text. Wie konnte man hier nicht auch eine... Keine Ahnung. Ein Bild oder sowas reinmachen. Veraltet. Bildschirmaufnahme. Ich werde dann, da gleich mal irgendein Platzhalterbild reinmachen, damit wir hier nicht... Ah, wobei, komm, das mache ich in der nächsten Folge. Das muss nicht jetzt sofort sein. So lange mache ich hier einfach mal den Chat auf den Kampflog und dann sehen wir ja auch nicht mehr, was geschrieben wird. Nur ich finde es ein bisschen blöd, wenn ich selber nicht sehen kann. Deswegen werde ich das für die nächste Folge ändern. Und in der nächsten Folge geht es dann auch wirklich los. Dann machen wir auch mal was. Ich habe jetzt hier, bin jetzt hier rumgestanden, habe erzählt, weil ich fand es jetzt für die erste Folge irgendwie ganz schön, ein bisschen erstmal einzuführen, ne, was und wie und wo. Und in der nächsten Folge machen wir dann auch mal was. Ich bin nur immer ganz schlecht darin, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Also ich hätte mir jetzt überlegen können, was wir machen und dann reden. Aber ich dachte, fängst jetzt einfach mal an. Und jetzt ist halt die Laberfolge draus geworden. Aber in der nächsten Folge fangen wir dann auch mal an zu spielen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder in Tyriar. Was heißt gleich? In der nächsten Folge. Ich weiß auch nicht, wie regelmäßig ich hier Folgen hochladen werde, je nachdem, wie ich Bock habe. Wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr eine Verpflichtung draus machen. Aber jetzt habe ich auch erstmal dieses Let's Play angefangen und jetzt kann ich dann auch unter diesem Namen neue Folgen und neue Videos zum Spiel veröffentlichen. Hab da ein bisschen Struktur drin, hab das ein bisschen durchnummeriert und ihr könnt das dann auch chronologisch besser nachvollziehen. Also wenn ich hätte jetzt ja sagen können, wir machen das nicht unter dem Namen Let's Play mit Durchnummerierung, sondern wir machen einfach weiterhin so Einzelvideos. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, wenn die nicht in der Playlist sind, beziehungsweise wenn man die Playlist dazu nicht findet oder ähnliches, dann ist das sehr, sehr schwierig, das noch nachzuvollziehen, was da die chronologische Reihenfolge ist. Da muss man immer nach dem Upload-Datum gehen und das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen machen wir das mal mit der Let's Play-Nummerierung. Okay, Leute. Ich freue mich drauf. Ich weiß leider jetzt noch nicht genau, was wir in der nächsten Folge machen. Die Dailies wollte ich halt eigentlich nachher noch mit Marco zusammen machen. Deswegen machen wir die jetzt erstmal nicht. Aber wir könnten zum Beispiel mal ein paar Fraktale machen. Wir könnten Dungeons machen. Wir könnten natürlich einen neuen Charakter anfangen. Wir könnten Kartenkomplettierung machen. Ich könnte euch mal die Path of Fire Karten zeigen, die Heart of Thorns Karten zeigen, euch dazu was erzählen. Wir könnten die Story anfangen. Ach, wir könnten so viel machen und ganz ehrlich, könnt ihr euch meine Lieblingskarten mal zeigen, meine Lieblingsorte, alles Mögliche. Und ich glaube, wir werden da auch nicht wirklich, uns werden da nicht wirklich die Ideen ausgehen, denke ich. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, hoffe, dass euch die Reihe gefallen wird und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao! Kann man hier winken? Winken. Tschüss!